Die haben mir erzählt, dass sich eine Seuche verrückt gemacht hat. Komisch, dabei siehst du gar nicht so aus. Woher stammst du? Liegt ziemlich weit im Süden. Ich komme aus dem Norden. Schon seltsam, was? Obwohl unsere Heimatorte so weit voneinander entfernt liegen, kennen wir die gleichen Lieder. Ich zieh besoffen durch den Park, getarnt als undankbarer Taugenichts, sitz ohne Socken da und wart gelangweilt auf den Augenblick, dass außer mir auch jemand anderes laut als mit den Tauben spricht. Ich brauch nur ein paar Bier, damit die Schraube sich von selbst festzieht. Glaubt es mir, die Pillen sind hier doch gar nicht das Problem, sondern leider sich im Vollrausch echt normal zu benehmen und nicht auffallend taumelt auf dem Schaukelpferdchen stehen, wobei ich ausgelassen sauber meinen Tagtraum erlebe, mich wie Abschaum benehme und auf dem Gaul durch die Gegend reite. Dabei finde ich den Einklang zu der untauglichen Lebensweise. Kindern klau ich das Dreiradrecht, benebelt auf die Gehwegsteine, pausier dann beim Eismann und erzähl ihm von meinem Fehlverhalten. Währenddessen werde ich mir Medis in den Schädel schmeißen und genau wie gestern fremden Mädels meinem Penis zeigen. Man sagt, dass ich ein Ekel sei und es auch ewig bleibe. Somit wird der Pflegedienst im Alter sicher auf mich scheißen. Ein Tag wie jeder andere. Wir erklären dir das ganz einfach, er ist unterschiedlich breit, aber am Ende immer gleich lang, in den Nächten niemals einsam. Denn wir Penner sind eine Einheit, hängen benommen vor der Feuertonne und wärmen uns gemeinsam. Ein Tag wie jeder andere. Wir erklären dir das ganz einfach, er ist unterschiedlich breit, aber am Ende immer gleich lang, in den Nächten niemals einsam. Denn wir Penner sind eine Einheit, hängen benommen vor der Feuertonne und wärmen uns gemeinsam. Auf dem Spielplatz im Stadtpark haben Kinder Angst zu spielen, denn ich sitz da auf der Parkbank und spritz mir Heroin. Mit sicken Crystal Freaks die Blasen für ein bisschen was zu ziehen und dich erschlagen, wenn du Fragen stellst bezüglich ihrer Deals. Crackverkäufe strecken Betäubungsmittel für einen extra Beutel, fette Euros checken teures Flex und kochen neue Rock. Stress bedeutet Schreckschussläufe, richten sich auf Wacket Toys. Zinker kriegen die Fresse eingebaut mit ein paar Technikfäusten. Wie du siehst, sind wir ganz nette Leute, räuchern leckere Joints. Weg im Blättchen ist stets das beste Zeug. Für die Schleckermäulchen, Junkies im Dreck des deutschen Wetterleuchtens. Cash genug für Pep und Kräuter, aber nichts zu essen im Bäuch. Streuner an den Häuserecken, dreckige Säufer betteln euch gestresste Leute an nach euren Zigaretten. Und ihr dankt zu Gott, dass ihr nicht seid wie wir, während unsere kranken Herzen hier eingefrieren. Augen wie deine habe ich schon mal gesehen. Weißt du, wie deine Augen aussehen? Wie die Augen von abgeschlagenen Köpfen. Sie sind trocken und man weiß nie, wohin sie gerade sehen. Hey!